So, und willkommen zurück zu einem wundervollen Video zusammen mit dem Verti. Hier läuft er gerade vor uns. Hey, ho, Leute! Komm zurück! So sieht er echt auch aus. Willkommen zurück zu Hausflipper. 16 Punkte! Yes! Da sind 4. Ja, ich bin besser als du hier. Also. Auf meinem Channel sind es 16. 17. Also, wir spielen eine ganz entspannte Runde. Hausflipper, richtig? Richtig. Deswegen, ich spiele eigentlich Basketball. Und ich bin wirklich... Möchtest du unseren nächsten Auftrag annehmen? Oh ja, richtig. Wir müssen ja ein Haus putzen, von den unreinen Dingen befreien. Also, ich wähle einen Job. Du chillst bei mir da noch. Okay, wie wird's? Roadhouse? Ich kann es nicht lesen. Ridgeview Roadhouse, Grafton Farmhouse, Edgefield Street House, Tanglewood Street oder irgendwas Blaisdell Farmhouse. Wo bist du hin? Irgendwas ist Anfänger-Schwierigkeit. Das ist alles Anfänger, Tommy. Wir müssen leveln, um ins Fortgeschrittene zu kommen. Dann also nehmen wir das Farmhouse. Welches? Grafton oder Bleedsdale? Bleedsdale. Okay, wie... Okay, so. Okay. Bleasdale Farmhouse. Schwierigkeit Anfänger. Empfohlene Teamgröße 2. Ein zweistöckiges, 3 Schlafzimmer, bla bla bla. Empfohlene Gegenstände, Team. Ja, die. Wir können nur mitnehmen, was wir haben. Missionsgebiet klein. Wir nehmen mal das. Wir sollten vielleicht noch ganz kurz erwähnen, dass wir den Ingame Voice Chat nutzen. Und deswegen. Das ein bisschen komisch klingt. Ja, aber ich glaube, die Leute sollten das Spiel kennen, dass mir Ingame Voice Chat recht wichtig ist bei dem Spiel. Bei Hausflipper. Richtig. Ich kann noch kurz erklären, ich kenne das Spiel. Ich habe ein paar Videos davon gesehen und Domi hat keine Ahnung. Dementsprechend werde ich gleich ein bisschen was erklären. Aber. Ich kenne das Tutorial. Genau, das weiß er. Auf zum Van! Auf zum Van! Bleib nicht so lange im Dunkeln! Dunkeln. Verti! Wir sind hier! Okay, Tommy. Ich nehme den Schlüssel. Ich nehme den Schlüssel. Pass auf. Okay, ich habe das Wichtigste, die Verantwortung. Ich habe das Wichtigste, ich habe Tischlampe. Okay, wir haben noch. Wieso hast du die Taschenlampe? Wie viel die Taschenlampe auch? Gib mir Nein. die. Okay, Und gib mir das da. Du willst der AMF-Reader sein? Dann will ich die Voicebox haben. Du hast die Voicebox. Ich will die Videokamera noch haben. Hier. Dann nehme ich die normale Kamera. Jo, ich bin ja quasi der Gronkh. Ich mache die Bilder und ich rede mit den Typen. Das ist Gronkh auch. Willst du vielleicht das Buch nehmen statt der Kamera? Nein. Wir müssen Bilder. Pass auf. Okay, pass auf. Ich lese mal vor. Die optionalen Ziele: Entdecken. Entdecke, um welchen Art von Geist es sich handelt. Da hindern sie den Geist, sie heimzusuchen mit einem Kruzifix. Wir haben kein Kruzifix. Machen sie ein Foto vom Geist, das bin ich. Lassen sie ein Teammitglied Zeuge eines Geistevents werden, das wir hinbekommen. Ich habe für sie einige weitere Untersuchungen durchgeführt. Sieht aus, als wäre der Name des Geistes Paul Johnson. Dieser Geist scheint sowohl auf Gruppen als auch auf jemanden, der alleine ist, zu antworten. Sprechen Sie den Namen des Geistes aus, um ihn zu verärgern und ein paar übernatürliche Ereignisse zu bekommen. Ziehen Sie so oft das Journal zu Rat und vergessen Sie bla 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 bla. Okay, Tommy, er heißt Paul Johnson. Wenn wir den Namen sagen, verärgern wir den Geist. Okay, keiner sagt den Namen. Noch nicht. Okay, noch was. Ich muss ein paar Sachen erwähnen. Okay. Der Geist hört alles, was Sie sagen. Man kann den Geist beleidigen. Es ist möglich, den Geist zu beleidigen. Aber es ist doch nur ein Geist. Ich wollte nur sagen, man kann ihn wirklich beleidigen, dann wird er sauer. Okay. Hier oben sind 5 Minuten. Wenn die 5 Minuten abgelaufen sind, beginnt die Geisteraktivität. Das heißt, so lange haben wir Zeit, um uns vorzubereiten. Okay. Lauf, Tommy, du gehst jetzt rein und holst den Geist. Okay. Übrigens, Tommy, wenn ich B drücke, hörst du mich, oder? Tommy, das ist der Funk. Hörst du mich? Drücke B. Ich höre dich, over and out.
Genau, so können wir kommunizieren, wenn wir gerade nicht in der Nähe sind. Der Funk ist wichtig. Eins noch, Domi, eins ist wichtig. Sollte jemand von uns sterben. Ich hab dich nicht verstanden, du hast nicht auf und out gesagt. Ich stehe auch vor dir, warte! Sollte einer von uns sterben, immer mit Funk reden. Dann hört der andere dich trotzdem. Nur so als Info. Okay, also immer mit Funk reden. Aber jetzt ist es wirklich dunkel. Ja. Ah, Licht. Wir müssen nicht immer mit Funk reden. Wenn wir nebeneinander stehen, brauchen wir nicht. Okay. Ich hab wirklich Angst. Noch geht's. Übrigens, wenn wir zu viel Licht... Und schon ist er weg. Wenn wir zu viel Licht anmachen, fliegt die Sicherung. Ich bin oben. Über Funk reden bitte. Was machst du? Ich guck mich oben um. Kannst hochkommen, wenn du willst. Hier ist ein Teddy! Ein Teddy! Ich bin ein Teddy. Hier ist auch eine wunderschöne Familie. Eine Familie? Was für eine Familie? Komm hoch und guck's dir an. Au, mein Kopf, ein Teddy! Ach übrigens, Tommy, ich habe noch eine Sache nicht erwähnt. Guck mich mal an. Ich bin übrigens besessen. Oh, hallo. Die 5 Minuten sollten bald vorbei sein, oder? Ja, ich weiß nicht. Übrigens, wenn mir... Wie hieß der Geist? Nein. Damit kriegst du mich nicht. Ich hab genug Folgen gesehen. Ach ja, er hieß übrigens Michael Jackson. Okay. Oh. Dann sollte ich alles sagen, außer Michael Jackson, richtig? Hihi. Er macht mir jetzt Angst. Es gibt einen Dachboden. Ich bin nicht auf dem Dachboden. Willkommen, hast du richtiges Licht und ich nicht. Hier hast du Licht. Es werde Licht. Hast du gerade Gott zitiert? Nein. Ich versuche die Geisterbox mal, okay? Versuche ich die Geisterbox mal. Oh nein, das Licht! Das Licht! Oh, ich habe ein Bild gemacht. Bist du hier? Hier ist er nicht. Ich habe den EMF wieder. Ja, den probierst du auch ab und zu mal aus. Also er reagiert auf alles. Bist du hier? Ich bin dabei. Er ist er nicht. Du hast dein EMF wieder an? Ja, ich habe ihn an. Bist du hier? Nein. Rede mit uns. Nein. Also es kann auch sein, dass er auf die Box nicht reagiert. Dann ist es ein anderer Geist. Also deswegen... Kommst du mal bitte hier rein? Bertie, wo bist du? Hier hinten, hier. Hier hinten ist die Tür, da waren wir noch nicht drin. Bist du hier? Hallo, bist du hier? Nein. Übrigens... Und wenn du irgendwo einen Knochen findest auf dem Boden, sag Bescheid. Der gibt extra Punkte. Oder dreckiges Wasser im Spülbecken, sag auch Bescheid. Okay. Gib mir Punkte. Komm, ich halt 5 Minuten mehr vorbei. Punkte, over. Bist du hier? Nein. Wir bleiben erstmal zusammen. Ja, gib mir Punkte. Auch mehr Angst? Nicht unbedingt. Rede mit uns! Bitte! Okay, ich guck mal runter. Hast du mich gehört? Ich hätte unglaublich gerne eine zweite Taschenlampe. Reicht die Schulterlampe nicht? Nein. Oh.
Na, da geht's raus. Ich benutze eigentlich fast nur die Schulterlampe. Bist du hier? Nein. Was sagt dein EMF-Reader? Oh Gott! Hobby. Ist hier ein Klavier? Nein! Okay, wir müssen das Klavier finden. Da ist er. Da! Bist du hier? Okay, mal Licht ausmachen. Oh, Dami, hast du das? Nein. Was? Oh, oh Gott. Bertie, ich hab kalten Atem. Bist ich du hab kalten hier? Atem, Bertie. Okay, er reagiert nicht auf die Geisterbox. Wie viel bist du? Zwei, okay. Dami, komm mit. Oh Gott. Ich kann kurz rausgehen. Okay. Wir haben Beweis. Geist, du hast einen Atem gesehen? Ich habe Atem gesehen. Okay, gefrierte Temperatur. Erster Beweis. Warte, J. Geht das zusammen oder? Ganz hinten. Also, okay. Ich lege die Geisterbox kurz weg und hole mir was anderes. Viel Spaß dabei. Ich gehe rein. Bin echt gut, Leute. Ich mach da und plötzlich Bilder. Ist das nicht gut? Lebst du noch? Bin tot. Alles okay? Jo. Oh, Atem. Schreib bitte ins Buch. Schreibe ins Buch. Tommy, geh mal kurz weg. Er braucht ein bisschen Ruhe. Schreib ins Buch. Bitte. Danke. Oh Gott. Was legt dich aus? Nosferatu. Okay, gehen wir doch mal rein. Das Buch. Hallo! Tommy, hast du Fingerabdrücke auf dem Klavier? Nein, natürlich nicht. Oh. Bitte schreibe ins Buch. Schreib ins Buch. Tschüss, Mutti, du kriegst mich. Ja, bleib ruhig beim Geist, ich geh raus. Tja, nur doch, dass ich draußen bin. Bist du im Hintergarten? Ja. Glückwunsch. Ami! Okay. Geisteraktivität war kurz auf 6. Übrigens, auf 10 tötet er. Hallo? Hast du gehört, wie ich deinen Namen gerufen hab? Nein, hast du? Ja, Michael Jackson hat noch geklärt. Ah stimmt, wir könnten mal seinen Namen sagen. Wie hieß er denn nochmal? Ich hab seinen Namen vergessen. Paul Johnson. Ah übrigens, okay. Dennis. Lass mich rein. Dummy. Hast du deinen EMF-Reader mal wieder getestet? Ganz falsch. Nichts? Ein Punkt. Okay, vielleicht sollte ich die Geisterbox nochmal testen. Schau mal aufs Buch. Was? Ich hab deinen Namen gesagt.
Ich bin stolz auf dich. Wir werden alle sterben. Du gehst jetzt wieder rein! Warte, was ich machen könnte? Ich hab doch die Videokamera. Ja, stell die auf. Richtung Klavier. Warte, wo ist das Licht? Nein! Richtung Klavier. Nein! Schreib bitte ins Buch. Warte, wir stellen die hier auf den Tisch. Bist du da? Oh Gott! Tommy! Oh Gott! Okay, noch ein Beweis. Stell die Kamera auf und raus. Okay. Ich glaube, er hat behind gesagt. Bin mir unsicher. Geistaktivität auf 8! 8! Ich dachte, er hat eigentlich Nein gesagt, aber es klingt. Ich verstehe ehrlich gesagt nie, was er sagt. Okay, Geisterbox hat doch funktioniert. Was sagt die Kamera? Ich hab sie nicht angemacht! Dann gehst du wieder rein? Oh Gott, Geistaktivität. Nein, okay, auf 1. Ich sag dir, wenn sie steigt. Übrigens, wenn sie 10 ist, hörst du mich über Funk nicht mehr. Das ist beruhigend, oder? Das ist angenehm. Sag einfach alle 10 Sekunden. 0. 0. 0. 0. Immer noch 0. 0. Sie steigt auf 3. Nimm die Kamera auf. Ich gucke. Ich kann nicht durchschalten. Nein. Oh Gott! Auf 5, auf 5, auf 5, auf 5! Oh, okay, was? Komm raus. Ich hab so eine Angst. Tommy, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass ich. Wenn du auf 5 machst, dann gibt's keinen Geist. Wir haben Gefriertempel und Geisterbox. EMF, sicher, dass auf Rot war. Vielleicht war es nur Orange. Ja, okay, das ergibt Sinn. Weil es kann nicht sein. Oh, warte mal, guck, was. Es können ein Gespenst, Mare oder Dämon sein. Lesen wir mal durch, was sie so können. Okay, Dämon. Dämon ist einer der schlimmsten Geister, die man finden kann. Er ist bekannt für Sinn und ohne Verstand und Verstand anzugreifen. Dämonen greifen viel öfter an. Okay. Geisterbuch. Hat er ins Buch geschrieben? Ich hatte nicht die Zeit dafür drauf zu gucken. Tut mir leid. Mutti, am besten ist, du gehst mal rein und machst die Kamera an. Ein Mare ist eine erhöhte Chance anzugreifen, wenn sie sich im Dunkeln aufhalten. Oder ein Gespenst. Ein Gespenst ist einer der gefährlichsten, die sie finden werden. Es ist auch bekannt als der Geist, der fliegen und durch Wände. Oh Gott. Wände gehen kann. Ein Gespenst spürt nie den Boden, wodurch er nicht durch Fußdruck gefunden werden kann. Okay, Giftreaktion zu Salz. Fingerabdrücke, Geistertour, Geisterbox. Du hast keine Fingerabdrücke gesehen, oder? Ich geh rein, ich guck nochmal. Soll ich mitkommen? Er hat das Licht angemacht. Komm mit rein. Netter Kerl. Ah, ich sehe dich übrigens. Ah ja, das ist die Außenkamera. Hallo? Schloss! Oh, trau dich doch mal, Alter! Ich komm mit! Ist die Kamera jetzt an? Das Klavier hat gerade gespielt. Es ist schön. Siehst du Fußabdrücke? Schreib bitte ins Buch. Wo ist eigentlich die Kamera? Warum machst du das Licht aus? Die Kamera ist hier. Oh, hier. Jetzt ist sie an. Jetzt ist sie an. Tommy! Ich höre Schritte. Ja? Meine? Nein. Glaube ich. Verstehst du? Ich stehe jetzt.
Weiß nicht, ob es deine waren. Ich sehe keine Fuß auf. Oh Gott! Oh Gott! Hast du es gehört? Mit Gröbs oder ja. Hast du gegessen? Genau sowas. Okay. Aber das EMF-Ding brauche ich ja eh gerade nicht, ne? Weiß ich nicht. Ah, die Kamera ist an. Okay, Kamera ist an. Machen Sie Aktivität eine, war aber nur auf 3. Es ist okay. Wir brauchen ein Foto vom Geist noch. Okay, hier. Aktivität 0. Okay. Kein Geist. Okay. Wie geht's meiner Gesundheit? Scheiße. Wie geht's meiner Gesundheit? Super. 61, 48, okay. Oh, das heißt, ich muss rein. Wo gehst du hin? Was machst du? Ich geh rein. Was ist die Mission? Was hast du vor? Ich sehe kein Geisterorb. Moment, kein Geisterorb und kein Buch, oder? Ich sehe da was am Fuß. Was? Ich sehe dich. Nice. Geisteraktivität auf 5. Warum sagst du mir nicht Bescheid? Ich hab nicht drauf geguckt. Gib mir deine Taschenlampe. Nein. Ich geh gleich rein. Okay, pass auf. Kein Geisterorb und das Buch macht er auch nicht. Das heißt... Ich hab schon länger nicht mehr nachgefragt nach dem Buch. Ist egal. Ja. Gespenst, Maure, Dämon. Pass mal auf. Dämon hat definitiv Geisterbuch. Macht er momentan nicht. Maure hat Geisterorb. Macht aber auch nicht. Gespenst. Fingerabdrücke. Macht aber auch nicht. Hast du... Shit! Wir brauchen ein... Was machen wir? Wir brauchen noch einen Beweis. Okay. Ich hab den Plan. Du gehst da jetzt rein und sagst, Paul Johnson, fick dich ins Knie. Los, rein. Du kommst mit. Okay. Ich komm mit. Aber meine Gesundheit ist heute niedrig, also geh alleine. Nein, es ist nur nicht unter 30. Es ist okay. Okay. Oh, ich hab so Angst. Okay. Wir brauchen außerdem ein Bild vom Geist. Achso, ja, hattest du gesagt. Also, wenn er auftaucht, muss ich Bild machen. Tommy, ich will nicht Bild machen. Willst du Bild machen? Er hat's nicht angemacht. Netter Geist. Also Tommy, ich muss dir echt mal was sagen. Pass mal auf. Hey, Paul Johnson ist wirklich ein cooler Typ. Da ist er! Lauf! Was? Oh Gott! Der stand einfach nur da und macht nichts. Oh Gott, war das gruselig. Oh mein Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Nazi! Ich hab Bild gemacht! Ich bin stolz auf dich! Sah das für dich nach einem Gespenst aus? Ich glaube, er hat das Licht ausgemacht. Ja, aber das Problem ist, das war keine Ahnung, ob das Gespenst war. Guck dir das Bild an auf J. Wenn du es sehen kannst. Wo ist es denn? Rechts oben, Geist. Ich weiß nicht, ob du es sehen kannst. Das dritte. Nee, scheinbar nicht. Ja, okay, dann siehst du das nicht. Das ist auch so eine Sache. Ja, aber was ist es dann? Pass auf, ein Dämon? Ich glaube nicht, dass es ein Dämon ist. Dafür ist er nicht aggressiv genug. Er hat das Licht angemacht. Ja, aber nicht in dem Raum, in dem wir Kamera stehen haben. Ja, ich weiß.
Gefriert er Geisterbuch? Er reagiert nicht auf das Geisterbuch. Ah, jetzt hat er das Licht noch angemacht. Mare. Ich sehe aber auch keinen Geisterorb. Siehst du einen Geisterorb? Nein. Was macht denn der da drin? Und Gespenst. Spuken, tut er spuken. Fingerabdrücke. Doch, wir müssen doch mal da rein und Fingerabdrücke suchen. Okay. Du kommst mit. Ich komm mit. Du kommst definitiv mit. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich hab Angst. Ich hab Schritte gehört. Ist okay. Meinst du, wir sollten die Kamera hier hin zeigen, wo er stand? Ja. Hol dir mal die. Nein! Nein! Ich hol mir die Kamera. Hast du die Kamera? Hast du die Kamera? F. Fuck! Okay, Kamera steht. Okay. Nimm sie auf! Ich hoffe! Gott, Leute, das ist scheiß gruselig. Musst du nicht, das kommt wieder mit. Die Kamera ist nicht an! Dann gehst du da jetzt ran und machst die Kamera an. Oh mein Gott, guck auf die Geisteraktivität. Wenn du schon dabei bist. Sagst du kurz nur seinen Namen? Fick dich. Genau, seinen Namen und danach fick dich. Tommy, fick dich. Die Kamera, die ist an. 5. Die Kamera ist an. 7. Bin schon draußen. Wie gesagt, die Kamera ist an. Hast du auf dem... Sie leuchtet grün. Tommy ist weg. Was ist los? Bin rausgeflogen. Toll. Moment. Und was mache ich jetzt allein? Ich gucke, ob ich hier beitreten kann. Nein, es geht nicht, wenn es läuft. Echt? Toll. Okay, dann rate ich eben. Entschuldigung. Ich gehe da nicht nochmal rein. Okay. Okay. Wir raten jetzt. Ich würde sagen, es ist ein Gespenst. Dämon, Mare, Gespenst. Guck mir nochmal alles durch. Was war das mit dem Orb? Warte. Dämon. Er war nicht aggressiv. Er hat nicht angegriffen. Es ist kein Dämon. Mare oder Gespenst? Ob wäre Dämon gewesen oder was? Nein, Mare. Eine Mare ist die Quelle von allen Albträumen. Sie wird bei Nacht am stärksten. Es wird erzählt, dass eine Mare den Verstand von Menschen kontrollieren kann. Was? Stärken. Eine Mare hat eine erhöhte Chance anzugreifen, wenn sie sich im Dunkeln aufhalten. Wir waren relativ viel im Dunkeln, glaube ich. Schaltet man die Licht um eine Mare ein, ist die Chance angegriffen zu werden eher gering. Okay, wir haben Licht oft angemacht. Gespenst. Was brauchen wir bei Mare? Orb. Ich sehe aber kein Orb. Und Gespenst? Was gab Gespenst? Gespenst war Fingerabdrücke. Ja, Gespenst. Gespenst. Mal lesen, was da steht. Gespenst. Ein Gespenst ist einer der gefährlichsten Geister, die sie finden werden. Ist bekannt durch Wände. Ein Geist. Keine Fußabdrücke. Gift. Ja, das hilft uns nicht. Was? Er sieht mich danach aus, als ob er Fußabdrücke hinterlassen würde. Ich bin für die Mare.
Ja, ich irgendwie auch. Ich glaube auch, weil wegen dem Licht und allem, der hat nicht angegriffen. Wir versuchen die Mare. Okay, ist eingeloggt und wie hieß er? Paul Johnson. Paul Johnson, fick dich ins Knie. Tschüss. Übrigens, Tommy, beruhigt es sich zu wissen, dass sie in schwereren Maps irgendwann der Geist auch in den Van kann. Ja, das beruhigt mich sehr. Tommy, ich hab's doch gesagt, es war ein Gespenst. Es war ein Gespenst. Ja, hab ich doch gesagt, von Anfang an. Das heißt, irgendwo waren wirklich Fingerabdrücke. Ich habe nirgends welche gesehen. Wieso kriege ich 20? Ich habe Geld bekommen. Wieso kriege ich 20 Dollar für Fotos? Nichts. Habe ich zwei Geisterfotos gemacht? Okay, warte. Ja. Nur den Part wenden. Wieso? Oh ja, warte. Okay. Ich würde sagen, das war's für diesen Part. Bis dann. Ciao. Das war's. Tschüss, Leute.